Safari Software presents a game by Omega Integral Systems. Highway Hunter. Hallo und herzlich willkommen zu Highway Hunter. Ich bin Stefan die Waldfee und ich präsentiere dir mal wieder ein Retro-Game aus meiner Schatzkiste. Highway Hunter habe ich damals, als es noch aktuell war, einige Male gespielt. Allerdings immer nur die erste Episode, denn ich hatte nur die Shareware-Version. Wir spielen hier die Commercial-Version, steht auch oben links. Die hat 3 Episoden. Und ja, das Spiel, man sieht schon, ist ein Shoot'em-up. Allerdings mit einem Fahrzeug anstelle eines Raumschiffes, Flugzeugs. Ja, was sonst immer so der Standard ist. Hat ein paar Besonderheiten, unter anderem, dass es extrem unbekannt ist. Auch für Retro-Standards. Da freue ich mich natürlich umso mehr, dass ich das hier zeigen kann. Ja, wo soll ich nur anfangen, Leute? Das Spiel ist von 1995. Unten rechts steht 1994. Das liegt daran, dass Highway Hunter einen Vorgänger hat, namens Highway Fighter. Das Spiel hat optisch geringe Ähnlichkeiten. Das Witzige ist, dass bei Highway Fighter der Laser dünner ist. Und dieser winzig kleine Punkt macht so einen riesen Unterschied vom Spielprinzip her, dass sich Highway Fighter als fast als anderes Spiel spielen lässt. Ist ganz lustig. Das wurde in Russland dann veröffentlicht, Highway Fighter. Und später wollte man es dann mit einem Publisher international machen. Ja, und da musste man dann noch ein bisschen was dran rumändern, ein paar mehr Level hinzufügen für den Publisher. Und hat es dann als Highway Hunter ein bisschen später veröffentlicht. Ja, wir spielen erstmal Highway Hunter, später dann auch Highway Fighter. Ja, wo soll ich nur anfangen, Leute? Ich würde sagen, the story so far. Ja, das Spiel ist auf Englisch. Ich benutze hier mal meine YouTube-Zauberkräfte. Ja, besser, oder? Na gut, jedenfalls, die Story zu Highway Hunter sieht folgendermaßen aus. Vor 5 Jahren übernahm die Achse der alliierten Planeten die Erde und begann, unter dem Einsatz von Terraformern, die Umwelt umzuformen und sie somit wirtlicher für Außenweltler zu machen. Leider töten die Terraformer dabei alles menschliche Leben. Nach einem Einsatz als Freiheitskämpfer wurdest du gefangen genommen und in ein Anpassungslager gesteckt, wo du in einer Werkstatt arbeiten musstest. Dort warst du beteiligt an der Entwicklung des Multi-Attack Super Turbo Energy Rangers Master, einem Prototypfahrzeug, das die Aliens benutzen wollen, um allen verbleibenden Widerstand auszulöschen. Du erkennst deine Chance, stiehlst den Master und brichst aus dem Gefängnis aus. Du musst dich nun durch die Sicherheitsgrenzen des Gefängnisses schlagen, dich erneut mit den Partisanen vereinen, die Terraformer zerstören und deine Welt retten. Viel Glück! Ja, die Story zu Highway Hunter ist eigentlich, mir ist ein bisschen peinlich. Ja, die deutsche Übersetzung ist jetzt nicht so super ultra toll, kann ich auch überhaupt nichts dafür. Ja, jedenfalls, Aliens wollen die Erde erobern und mit Terraformern Unfug treiben und wir müssen das verhindern. Ja, genau, Pfeiltasten, Leertaste, bla bla bla. Power-Ups, lalala, seht ihr dann alles gleich. Was ich ganz cool finde, ist, dass hier nochmal erklärt wird, was ist Shareware. Und ich mag es mal erklären, das habe ich bisher noch nie gemacht. Und ja, vielen Leuten wird das ein Begriff sein, manchen vielleicht aber auch nicht. Und zwar ist Shareware, ja, try before you buy, also probieren bevor man kauft. Damals war das übelst verbreitetes Verkaufsmodell und zwar hat man ja sowas wie eine Demo bekommen von dem Spiel. Bei Shareware war das häufig eine Episode von 3, also ein Drittel des Spiels kostenlos und ja, für alles andere musste man da halt Geld bezahlen. Ja, da hat man es dann eben gekauft. Was gibt's hier noch? Ja, natürlich, wow, 15 Level und Multiple Max of Grey 265 Color Graphics. Wow, krasser Scheiß. Kostet auch nur $29 plus $4 S pro H. Ja, keine Ahnung. S pro H, weiß ich nicht.
Ja, das konnte man hier, genau, Epic Mega Games war das. Oder Epic Deutschland. Da kann man von überall her bestellen, auch aus Australien und Dänemark und überall. Man konnte es ja international sich besorgen. Die Telefonnummern gibt es wahrscheinlich alle nicht mehr. Ja, ich glaube, Epic, gibt es die eigentlich noch? Früher hießen die Epic Mega Games und danach hießen die Epic. Aber ich glaube, die gibt es noch. Ja, die haben früher jedenfalls ganz, ganz viel als Publisher so Shareware-Modell Gedöns gemacht, ne? Safari Software, genau, das russische Entwicklerteam. Blip, 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 blip. Nochmal fix durchschauen. Ja, können wir nochmal anrufen, das ist sehr schön. Ja, sie suchen nach Entwicklern. Und zwar nach guten Programmierern und Künstlern, die das Talent und die Inspiration haben, die nächste Generation von Computerspielen zu entwickeln. Unter anderem Tyrion. Tyrion ist ganz witzig, weil es ein ziemlich bekanntes, ziemlich beliebtes, ziemlich erfolgreiches Shoot'em-up-Game war. Ja, von Safari Software. Kommt bald! Geil! Kaufe ich mir auf jeden Fall. Ja, okay. So viel dazu. Ich wollte es wenigstens mal gezeigt haben, ne? Ja, okay. Ja, bei dem Spiel ist es so, dass man hier den Speed noch einstellen kann. Das ist ein bisschen doof eigentlich. Viele Spiele konnten bereits ja ein kleines Mini-Programmcode-Stückchen laufen lassen, um festzustellen, wie schnell dein PC ist oder dein Rechner und dann das Spiel danach anpassen. Highway Hunter konnte das nicht. Je schneller dein PC ist, desto schneller läuft das Spiel. Und deswegen konnte man das hier nochmal ein bisschen ja an die Geschwindigkeit deines Computers anpassen. Kann man mit Joystick spielen, mit Maus oder mit Tastatur? Ich werde hier fast nur mit Tastatur spielen. Die Maus ist ein bisschen sensibel. Schwierigkeitsgrade. Ja, easy ist der Standardschwierigkeitsgrad. Medium ist genau dasselbe Spiel, hat nur den Unterschied, dass wenn man rechts oder links gegen die Straße kommt, gegen die Bande, dann verliert man Energie. Und hart bedeutet, dass immer wenn man Energie verliert, verliert man stattdessen ein Leben. Und das Grauenhafte daran ist, dass man alle seine Power-Ups verliert. Und nur deswegen ist das der Grund, warum ich das nicht auf Hard spielen möchte. Ich zeige dann in Folge 5 mal, wie so ein Kampf gegen einen Terraformer, gegen so einen Boss aussehen würde auf Hard, wenn man ein Leben verliert. Das kannst du echt keinem zeigen, sage ich dir. Ja, guck mal, hier sieht man eins der schwierigeren Levels. Geil, oder? Wir spielen auf jeden Fall auf Medium. Und ich würde sagen, ohne weiteres Palaver geht's direkt wieder los. Ja, hier sind die drei Episoden, die drei Chapters. Ja, die Evil Divers war damals kostenlos als Shareware. Die anderen musste man sich dazu kaufen. Wir fangen natürlich ganz vorne an. Unit 16247 is compromising security grid. Annihilate immediately. Ja, habe ich vergessen zu übersetzen. So, wo soll ich anfangen? Ich habe jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen schneller gewählt, als ich so eine Erinnerung hatte. Ich hoffe, es ist okay. Aua, bin ich gegen die Bande gekommen, das zieht gleich mal Energie ab. Unten haben wir noch vier Energiebälkchen. Wir bekommen Energie dazu, wenn wir ein Power-Up einsammeln, ein entsprechendes. Oder wenn wir genug Punkte haben. Ich glaube, bei 50.000 Punkte bekommt man nochmal wenig Energie hinzu. Das rote Power-Up macht alles kaputt. Bäm. Das grüne ist ein Power-Up. Damit wird unser V-Laser zum W-Laser. Hier haben wir noch unterschiedliche Schilde. Die reichen eine gewisse Zeit. Der hier macht rundherum alles kaputt. Der schützt uns nur vor der Bande. Wenn ich hier irgendwo dagegen fahre, an der Seite, dann trifft uns das trotzdem. Ja, ich muss mich hier konzentrieren, dass ich auch weiterhin schieße. Und das Teil, der Frontschild, macht natürlich Dinge kaputt, wenn wir hier irgendwo reinfahren. Hilft aber nicht gegen Lufteinheiten. Das Ding hier, der Rundum-Schild, der trifft auch Lufteinheiten. Ja, das erste Level hat einfach gegen so einen geilen Soundtrack. Da freue ich mich jedes Mal. Das zweite Level auch noch. Ah ja, hier die Kanonen, die sehen immer mega aus wie Micro Machines. Mein Bruder hatte so eine Kanone gehabt. Erinnert mich einfach extrem daran. Warum wir hier mit solchen roten Bällen beschossen werden, weiß ich nicht genau. Ja. Ja, ab der W-Missile, der George W-Missile, mit der wir hier uns für Freiheit durchbomben, haben wir nicht mehr unendlich Munition. Guck mal. Jetzt haben wir noch drei Balken, noch zwei Balken. Ja, und wenn uns die Munition ausgeht, jetzt haben wir hier die W-Combo, dann werden wir wieder ein Power-Up zurückgestuft.
Also macht es Sinn, Munition immer ein bisschen aufzusparen und nicht immer nur Dauerfeuer zu machen. Hier ist eine schöne Kanone hier. Rotes Power-Up macht alles kaputt. Blau, Unverwundbarkeit. Yay. Ja, das Spiel hat leider das Problem, wie gesagt, mit der Geschwindigkeit. Das ist ein kleines bisschen doof. Habe ich hier schon versucht, das möglichst flüssig zu machen, soweit wie es halt geht. Aber ja, das sind halt die Limitierungen der Programmierung. Bäm. Und ich finde es einfach schön gemacht. Ich finde auch die Hintergründe richtig schön gemacht. Ah ja, guck mal. Da kommen wir gleich zum ersten Boss hier, zum Terraformer. Das ist so einer. Ja, das ist ein kleiner Programmierfehler, der noch hängen geblieben ist von Highway Fighter. Womit das genau zusammenhängt, weiß ich auch. Erkläre ich aber später mal. Wir gehen erstmal ins nächste Level. Ja, hier ist schon die Strecke ein bisschen schwerer, da muss man ein bisschen hin und her fahren. Außerdem hat es einen mega coolen Soundtrack immer noch. Und wir haben jetzt zurzeit den Flasher. Habe ich ganz vergessen zu erzählen, der erinnert mich immer an Diablo 1. Ich weiß nicht warum. Ionenkanone ist meine Lieblingswaffe. Ich finde die mega, mega cool. Mega hübsch und ich mag die einfach. Ionenkombo mit noch einer Rakete dazu. Und der Hintergrund, der erinnert mich immer total an Max. Mechanized Assault and Exploration. Weiß nicht genau warum. Entweder ist es einfach nur die Art, wie das halt so gezeichnet ist, oder sind diese runden Dinger, keine Ahnung. Übrigens, wenn wir uns hier richtig positionieren, müssen wir uns nicht mehr so viel hin und her bewegen. Ja, und ich konzentriere mich mal ein bisschen drauf, wann ich hier feuer. Immer möglichst wenig Munition zu verbraten. Bäm, 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 bäm. Ja, wenn wir das mit dem Schild kaputt machen, bekommen wir leider keine Punkte. Und auch wenn wir das mit dem roten Power-Up kaputt machen, das Zeug hier rundherum, bringt das auch weniger Punkte. Hier unten ein Kombo. Bäm, bäm. Ja, und wenn wir unverwundbar sind, dann kriegen wir dafür auch keine Punkte. Ja, ich finde das Spiel irgendwie ganz cool gemacht. Gerade mit, ja, mit der Bande rechts und links. Das wird später nochmal eine größere Bedeutung haben, wenn dann solche ganz rechts fliegende Viecher sind, die auf uns schießen. Dann treffen wir die einfach nicht. P-Laser ist die stärkste Waffe überhaupt im Spiel. Bäm! Bäm! Ja, hat nur zwei Schuss. Verbraucht Unmengen an Waffenenergie. Geht uns also immer sofort wieder aus. Ist aber einfach extrem stark. Ich weiß noch nicht ganz genau, warum das Ding P-Laser genannt wurde. Also, ich habe ja auch so einen Pissstrahl, wenn ich richtig Druck habe, ne? Hat auch so eine Durchschlagskraft im Porzellan. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Hier ist der nächste Terraformer, aua, aua, aua. Generell ist es übrigens so bei Highway Hunter, wir können nahezu alle Schüsse, die die Gegner abfeuern, mit unserem eigenen Schuss neutralisieren. Ja, was sehr praktisch ist. Und der Terraformer hier ist nur verwundbar an seinen Rotorblättern. Ja, wollte ich nur mal zeigen. Ich halte mal volles Produkt drauf, und zwar so, dass mit unseren Seiten wir seinen Schuss neutralisieren und vielleicht nochmal den Frontrotor ein bisschen treffen. Und mit den anderen die Seitenrotoren. Ja, falls du dich wunderst, warum wir so viel Energie haben, wie gesagt, immer bei so und so vielen Punkten, ich glaube 50.000, bekommt man nochmal extra Energie. Yay! Da sind wir schon in Level 3. Das läuft ein bisschen langsamer, so wie es aussieht. Ich weiß aber nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Ist ja auch... Au, 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 au. Ist aber auch egal, wir haben nur 4 Energie. Ich muss mal ein bisschen mich konzentrieren. P-Laser ist einfach gegen der Oberwahnsinn. Einfach nur totaler Overkill. Ja, deswegen sollte man so früh wie möglich upgraden hier zum M-Laser. Das Ding hat einfach nur den übelsten Durchmesser. Das wird schießt. Ja, schade. Und ist wesentlich, ökonomischer als der P-Laser. Deswegen macht es immer Sinn, den, ja, ein bisschen aufzusparen, den P-Laser. Im Laser. Ja, sehr gut. Ist auch extrem stark, aber wie gesagt, nicht so stark wie der P-Laser. Und höher als der M-Laser geht's übrigens nicht. Nach dem M-Laser kommt nichts mehr. Hier haben wir böse Minen, die können richtig, richtig fies werden. Je nachdem, wie sie positioniert sind. Ja, hier sieht man M-Laser. Ja, bleibt dabei. M-Laser. Ja, geh weg. Übrigens sind diese Tonnen, wo der M-Laser-Strahl rauskommt, an denen sind wir unverwundbar. Hier, wenn ich...
Ja, das habe ich nicht richtig getroffen. Wenn wir durch die Mine fahren oder getroffen werden von irgendetwas, dann ja, sind die Tonnen egal. Warum hier aus den Inka-Pyramiden Raketen rauskommen, weiß ich nicht genau. Ich vermute mal, das ist generell der Zweck von Inka-Pyramiden. Ja, ich finde immer ganz cool, wenn sich hier die Umgebung ändert. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Regen. Ich schließe mal hier ein paar Sachen ab, einfach für extra Punkte. 3000 ist ja nicht gerade wenig. Wenn man sich überlegt, dass man, ich vermute immer noch für 50.000 Punkte, mehr Energie bekommt. Na? Ach, ich freue mich. Highway Hunter, geil. Schön, dass ich das mal zeigen kann. Vom Level-Design her, vom Gegner-Design, von den Strecken hier, von der Straße selbst, von diesem Design, von der Musik, von allem Möglichen, variiert das Spiel extrem. Also manche Level finde ich extrem cool gemacht, vor allem das erste und das zweite Level. Und zwischendrin gibt es auch noch Level, wo ich einfach nur übelst schwärmen könnte. Andere Level dagegen sind einfach dermaßen hässlich und manche Soundtracks einfach nur dermaßen bescheuert. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran das liegt. Tut es Sache aber für mich keinen Abbruch. Aber ist einer der Gründe, warum das Spiel so, ja, so unbekannt ist. Ja, wie gesagt, der fürs Let's Play nehme ich den mittleren Schwierigkeitsgrad. Als Spieler hätte ich wahrscheinlich den schweren genommen. Aber ja, in Folge 5 wirst du erfahren, warum ein Let's Play auf schwer einfach. Das macht einfach keiner. Und Folge 4 übrigens spielen wir Highway Fighter, ne? Jede Folge eine Episode hier. Ja, der ist nicht so stark, siehste. Müssen wir mal gut treffen. War ich zu nah dran? Ich war es ein bisschen schneller, okay? So vielleicht. Den Emulator ein wenig angepasst. Ist bei Highway Hunter ganz großes Problem, das irgendwie ordentlich hinzubekommen. Ja, jetzt schießt er hier rechts und links. Da haben wir natürlich auch die richtige Waffe dafür. Jetzt kommt der P-Laser. Bäm! Bäm! Alter Schwede! Sing ist ja auch nur so dermaßen übertrieben stark. Ja! Hat nichts eine Chance dagegen. Übrigens ist es so, dass die Energie da unten zwar voll ist, die Anzeige, allerdings wir immer noch Energie dazu bekommen können. Das heißt, wenn ich hier gegen die Bande fahre, haben wir immer noch volle Energie. Und immer noch volle Energie. Der merkt sich das intern, der kann es halt nur nicht mehr anzeigen. Ich vermute mal, dass es hier rechts und links Vulkane sein sollen, die da. Das rote. Ja, ich vermute mal Vulkane. Finde ich eigentlich auch ganz cool gemacht. Frontschild ist übrigens mein Liebster. Den mag ich am liebsten. Leider bekommt man ihn nicht so oft. Und ich vermute mal, das hier ist ein Aschesturm. Und nicht irgendwie Schnee oder irgendwas. Also ich fahre einfach nur überall dagegen. Rechts und links und rechts und links. Bin wieder beim P-Laser gelandet. Ja, hier Kanonen auf zwei Beinen. Natürlich, was sonst? Hier finde ich ganz cool, dass hier die Teile von rechts und links kommen. Und wenn wir die lang genug in Ruhe lassen, dann feuern die auf uns. Ich finde die voll cool gemacht. Ja, Ionen-Kombo wieder. Wieder beim P-Laser. Ja, die haben wir immer nicht lange. Und diese Flugteile hier mit den Panzern, die da dranhängen, die sind immer, die halten übelst viel aus. Bin ich mal ein bisschen überrascht. Ich meine, wenn wir nicht gerade einen P-Laser hätten, ne? Der Penetrator-Laser ist das. Ja, da halten die Teile echt voll viel aus, wie das zu allen anderen Einheiten hier drum schwirren. Können wir mal ein bisschen mit dem Schild hier draufhauen. So. Ja, die Ärmchen auch. Oh. Gut. P-Laser. Bam. Ja, habe ich noch was vergessen zu Highway Hunter? Nee, ach, wie gesagt, ich freue mich halt, dass ich spielen darf und dir zeigen kann. Hat natürlich auch mal was zu tun mit Kindheitserinnerungen. Wenn man sowas früher mal gespielt hat, dann findet man das sowas natürlich auch mal doppelt cool und mega toll. Und so geht es mir hier eben auch. Ich überlege gerade, ob ich. Das ist übrigens einer der coolsten. Ja, es läuft alles ein bisschen langsamer. Ich schalte mal ein bisschen schneller. So ist okay.
Das ist einer der coolsten von den Terraformern. Auf jeden Fall. Der hat hier diese Teile. Der einzige Punkt, wo er verwundbar ist, sind diese Bällchen, die hier rumfliegen. Da versuche ich mal, meine Munition ein bisschen zu sparen und dann das Feuer auf die Dinger zu konzentrieren. Sehr gut, jetzt kommen wir hier auf eine Gerade. Das ist schon besser. Na, müssen ja gleich hin sein. Ja, da sieht man mal, wie viele Dinge aushalten. Ja, und jetzt schließt er hier auch so einen riesen M-Laser. Und das Witzige ist, wenn man genau hinguckt, sieht man hinten, dass er zwei Beine hat. Und dass er eigentlich auf zwei Beinen läuft. Und wir können tatsächlich unten drunter. Aua, aua, aua. Wenn man das ein bisschen geschickt macht. Finde ich ganz cool. Ja, ich schieße mal hier mit meinen. So. Ach ja, hier, oder? So. Bisschen mit dem Schild was kaputt machen. Muss man bei Terraform immer aufpassen. Weil wenn wir was mit dem Schild kaputt machen, bekommen wir ja keine Punkte. Und Terraformer bringen besonders viel. Aua, ach Mann. Mann! Ich sammle hier alle Laser ein. Ich bin gerade ein bisschen doof. Ja, 20.000. Sieht einfach cool aus. Ich finde die Terraformer, also viele davon, die meisten davon echt mega cool. Stopp! Yeah! Geil! Ich mache wieder ein bisschen langsamer. Okay, so ist gut. Ja, diese Dinger, die mag ich überhaupt nicht. Diese Raketen... U-Bahn-Teile, ich habe keine Ahnung, was es darstellt. Kann ich gar nicht leiden. Die Dinger hier rechts und links auch nicht. Aber ich finde cool diesen Effekt von, ja, von Licht, der von unten kommt. Sieht einfach mega aus. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde ihn einfach mega cool. Komm schon, M-Laser. Ja, endlich. Mit dem P-Laser treffen wir nämlich die Dinger, die ganz rechts und ganz links sind, nicht? Sehr gut, okay, M-Laser. Wir verlieren langsam ganz schön viel Energie, ne? Wir haben noch nicht mal die erste Episode geschafft. Meistens sollte man da ja ein bisschen Energie aufsparen oder sich ansammeln. Wow, die halten aber aus. Ach, ich hasse diese Zug-Raketen-Dinger. Ja, das Seitenschild schützt uns vor der Bande. Das ist hier oftmals sehr praktisch. Nein, ich Idiot. Alles einsammeln. Erstmal aus Reaktion alles einsammeln. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass wenn einer frontal auf uns zukommt, dann reicht ein Schuss nicht aus, weil dann ja nur die Rakete trifft und die ist nicht stark genug. Und deswegen bin ich hier ganz schön vorsichtig und ein bisschen konzentriert. Ja, das sieht man manchmal, wie hier ein Schuss von uns neutralisiert wird mit einem Gegnerschuss. Oder andersrum, ein Gegnerschuss neutralisiert wird mit unserem eigenen Schuss. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja, ja, ganz genau so habe ich mir, ganz genau so habe ich das gemeint. Blöde Mistdinger. Wenn ich euch die Retro-Games spiele, frage ich mich manchmal, wie viele Leute dazugucken, die das auch gespielt haben früher und die sich dann freuen, dass sie das jetzt nochmal sehen können und dass ich mich da auch so freue, wie die sich gerade freuen. Das fragen mich da manchmal. Ob sie das dann auch so geht und sie sich denken, boah, Highway Hunter, krass. Habe ich ganz vergessen, wie das war mit dem M-Laser, mit dem P-Laser. Und aha, so funktioniert das Schild also. Ja. Ach, ich muss immer auf den Hintergrund gucken, weil der einfach so cool aussieht, der ist so schlicht. Aber mit dem Rot und diesem, ja, diesem, vermute mal, es ist ein Lavafluss, der von unten das alles ein bisschen anstrahlt. Das sieht einfach schön aus. Ich mag das. Ich mag das echt. So. Ja, ich habe in meinem Leben gar nicht so extrem viele Shoot'em-Ups gespielt. Ah, ein paar. Und übrigens... Okay, das kann ich noch schnell erzählen, bevor hier der Typ kommt. Ja, hier ist es übrigens auch so, wir können mit dem Schild ja, eins von den Teilen hier kaputt machen. Bekommen wir allerdings keine Punkte für. Aber ich erzähle mal ganz fix erst. Mir ging es übrigens so, dass ich das als Kind natürlich gespielt habe und ganz toll fand und alles mögliche.
dann aber vergessen habe oder nicht mehr wusste oder es nie wusste, wie das Spiel eigentlich heißt. Und ja, hab dann halt das Spiel nie wieder gefunden und ja, nie wieder was davon gehört. Und hatte dann irgendwann mal, ja, bin ich dann drüber gestolpert über ein, ja, über so ein Internetarchiv für alte Spiele. Und hab das dann gesehen, hab dann gedacht, alter Schwede, ist das das Spiel? Wow! Ja, es war ein großartiger Tag, kannst du dir ja vorstellen. Ein Spiel, an das man sich noch erinnern konnte, nur an den Namen nicht mehr. Und ja, dann ist natürlich auch schwierig, das zu finden. Großartig. So, wir ballern wieder auf den Terraformer. Die sehen häufig so aus, als hätten sie ein Gesicht, oder? Der hier auch so ein kleines bisschen. Ich finde übrigens mega cool, dass er hier auf der Straße fährt. Also auf der Bande eigentlich. Weil hier rechts ist ja schon Aua und so. Finde ich mega gemacht. Kann ich eigentlich drunter? Oh. ich glaube, das muss so sein, oder? So. Ja, das ich glaube, es ist so. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir die Kanone... Ja, ganz genau. Dann schaltet es um. Jetzt bekommen wir bestimmt Schaden, wenn wir reinfahren. Ja. Der schießt wieder mit Pinöpel, mit Roten. Hat aber keinen Schaden gegen unseren P-Laser. Ja, das war Highway Hunter erstmal für heute. Das war die erste Episode. 3 gibt's insgesamt. Ja, du merkst schon, ich schwelge ein wenig in Erinnerungen. Und ich freue mich auch echt, dass ich das spielen kann. Ach, nice. Ja, jedenfalls hast du hier den nächste Folge-Button. Den kannst du drücken, um an die nächste Folge zu kommen. Oder wenn du mobil unterwegs bist, hast du hier so eine Infokarten-Ding. Auch da kannst du draufklicken. Und wenn alle Strecke reißen, dann gibt es den Link auch nochmal in der Videobeschreibung. Ne? Das war Highway Hunter für heute. Ich hoffe, dir gefällt's. Mir auf jeden Fall. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao.